Guten Morgen, Luzi. Na, gut geschlafen? Ja, ich weiß, du hast Hunger und Durst. Hier kommt dein Frühstück. Ja. Guten Morgen. Darf ich vorstellen, das ist Luzi. Luzi Begonie. Ist er nicht schön? Hm? Hey, Moment mal. Was hast du denn da, Luzi? Ach, Blattläuse. Alles voller Blattläuse. Blattläuse? Ich höre immer Blattläuse. Ja, Herr Nachbar, Blattläuse. Ja, wissen Sie, was das bedeutet, Herr Lustig? Nee. Das bedeutet Ansteckung. Erst die eine Pflanze, dann die andere. Und mit einem Mal ist Ihr ganzer Garten von Blattläusen befallen. Und dann geht's in meinem Garten weiter. Was, in Ihrem Garten auch? Ja, in meinem Garten geht's weiter, denn wenn die Blattläuse bei Ihnen nichts mehr zu fressen finden, weil alles kahl gefressen ist, dann kommen die Biester zu mir und machen meinen schönen Garten kaputt. Aber nicht mit mir, Herr Lustig. Nicht mit mir. Ich werde mich wehren. Wehren? Ja, womit denn? Noch nie was von Pflanzenschutzmitteln gehört? So, dann hätten wir alles zusammen. Ich habe da noch ein schönes Streumittel gegen Milben, Bakterien, Insekten und so. Aber Sie dürfen es nicht auf Fische streuen. Die schmecken dann nicht. Aha, ne, ich nehme es trotzdem. Ach, so eine Sprühflasche. Ja, die hat doch auch mein Nachbar. Ja, der kann sie mir ja leihen, dann brauche ich sie mir nicht zu kaufen. Ja. Soll ich sie Ihnen einpacken? Nein, das ist nicht nötig. Nee. Hier, so. Ja, gegen Milben, Insekten, Ding, 7,48 Mark, 30. Sie müssen aber auf die richtige Mischung achten, dann haben Sie bald wieder Freude an Ihren Blumen. Ja. 49, und Luzi 20, kann wieder lachen. 23, 50, 70, 58, wer? Luzi, meine Blume. So. Es ist Medizin, Luzi. Es muss sein. Auf die richtige Mischung kommt es an. Naja, ich glaube, in diesem Fall ist ein bisschen mehr. Ach, ist das schön. Ist ein bisschen mehr einfach besser. Ach, davon auch noch. Das ist. Wohl doch ein bisschen stark, die Mischung. Hm? Na ja, probieren wir es mal aus. Na, wo ist er? Ja. Donnerwetter! Vielleicht doch etwas zu viel. Was denn? Und das soll ein Pflanzenschutzmittel sein? Pflanzenschutzmittel? Kombiniere. Die Pflanzen müssen vor dem Menschen geschützt werden. Ja, wer sind denn Sie? Lux. Ferdinand Lux, Privatdetektiv. Privatdetektiv? Tja, Privatdetektiv, Herr Lustig. In einer etwas schwierigen Angelegenheit. Aha. Und woher kennen Sie mich? Mir entgeht nichts. Ja. Und was führt Sie zu mir? Tja, genau genommen. Das hier. Ugh, ein Regenwurm? Mein Auftraggeber vermisst seine Regenwürmer. Und ich soll sie suchen. Und jetzt denken Sie, ich hätte sie gestohlen? Sie irren sich. Von gestohlen kann keine Rede sein. Noch nicht. Das verstehe ich nicht. Was wollen Sie denn dann überhaupt? Ja, sehen Sie, Herr Lustig, es handelt sich immerhin um 20.000 Regenwürmer, die vermisst werden. 20.000 Regenwürmer? Ja, wie kann ich Ihnen dann helfen? Um auf die Spur der Würmer zu kommen, müsste ich den Boden untersuchen. Das heißt nur, wenn Sie nichts dagegen haben. Nö, natürlich nicht. Aber soll ich jetzt alles umgraben, oder? Nein, das ist nicht nötig. Wie ich sehe, haben Sie hier verschiedene Bodenarten in Ihrem Garten. Hier zum Beispiel, das ist Heidekraut. Ja, und was hat das mit meinem Boden zu tun? Heidekraut wächst auf sandigem Boden. Aha.
Oder Besenginster. Mhm. Ja, und Disteln. Die brauchen also auch sandigen Boden. Hier muss der Boden lehmig sein. Das sagt mir der Ackerschachtelhalm. Ja, hier wächst viel davon. Und gleich daneben Sternmiere. Auf Lehm wohnen also. Na und hier, wo der Farn wächst, da ist der Erdboden feucht, das weiß ich. Aber wieso interessiert sich dieser komische Erdbodenkommissar dafür? Humus. Hä? Wie meinen? Humus. Das ist lebende Materie. Die Haut der Erde. Ich sehe nur Erde. Die soll leben? Ja. Huch, da liegt ja tatsächlich was in diesem Erdkrümel. Milben, glaube ich. Und wenn man noch näher rangeht, was für ein Gewusel. In diesem Teelöffelchen Erde. Ja, und wenn man das Mikroskop noch stärker einstellt, ja, das scheinen Bakterien zu sein. Gibt's noch was Kleineres? Ja, Pantoffeltierchen. Millionen von ganz, ganz kleinen Tierchen schwimmen darum. Erde ist also auch gar nicht so trocken, wie ich immer dachte. Ja, der Boden lebt wirklich. Wie das krabbelt und wuselt da drin. Man kann sagen, dass es pro Fingerspitze Erde mehr Kleinstlebewesen gibt als Menschen auf der ganzen Welt. Donnerwetter. Aber was machen denn nun die vielen kleinen Lebewesen da in der Erde? Ich meine, von was leben denn die? Sehen Sie ja lustig. Ich habe vorhin beobachtet, wie Sie Ihr Pflanzenschutzmittel zusammengemischt und über den Boden versprüht haben. Ja. Das giftige Zeug hat inzwischen den Boden verseucht. Mhm. Dabei sind Millionen von diesen Kleinstlebewesen kaputt gegangen. Boah, aber ich wollte doch bloß... Alle diese kleinen Lebewesen leben nämlich davon, dass Pflanzen und Tiere wachsen und verenden. Daraus entsteht wieder neues Leben. Das ist kaum zu glauben, nicht? Ich will versuchen, Ihnen das mal klarzumachen. Ja. Ich zeige Ihnen jetzt, was ich meine, wenn ich von der lebendigen Haut der Erde spreche. Ja, was passiert denn so auf dieser Haut? Die Sonne scheint drauf. Nass wird sie auch. Und die Pflanzen halten sich dran fest. Tja, für die Maus ist der Erdboden ein gedeckter Tisch. Und gleichzeitig die Toilette. Ja, das wiederum sieht die Fliege gern. Und die Pflanzen, natürlich. Naja, so lebt eins vom anderen. Der Apfel verfault langsam. Ein Käfer macht sich drüber her. Und die Würmer. Und es wird Herbst. Und wenn die Maus da unten jetzt nicht aufpasst, naja, der Raubvogel will ja auch leben. Und es ist schon seltsam. Der Erdboden bietet eigentlich für jeden etwas. Ich habe mich schon oft gefragt, was im Herbst mit all den runtergefallenen Blättern passiert, die man nicht wegräumt. Und mit dem vergammelten Obst. Jetzt sehe ich's. Würmer fressen alles auf. Und Schnecken. Und all die kleinen Lebewesen im Boden. Oh, der Vogel ist inzwischen gestorben. Und wer räumt ihn weg? Na, auch die Würmer. Und die vielen kleinen Erdwuseltiere. Die leben davon, ja. Und was dann noch übrig bleibt vom Vogel, das versickert sozusagen in der Erde. Und von da holt es sich der Baum. Ah. Ja, gut, dass es die Erde gibt. Pflanzen, Bäume, Würmer, Insekten, Tiere, Vögel, alle brauchen den Erdboden. Besonders, wenn im Frühling die Sonne scheint. Dann geht alles wieder von vorn los. Boden ist die Haut von der Erde. Ja, das heißt, die atmet ein und aus
und nimmt Luft auf und Licht und schwitzt. Naja, so wie meine Haut, nicht? Und wenn es nun so ist, dass all die kleinen Pflanzen und Tierchen nützlich sind, weil sie voneinander leben. Ja, Blattläuse sind schädlich. Auch Blattläuse haben ihre Aufgaben und sind nicht unnütz. Aber ich kann verstehen, dass Sie keine an Ihren Begonien haben wollen. Nee. Sie hätten wahrscheinlich weniger Blattläuse, wenn Sie mehr Regenwürmer hätten. Ich konnte mich ja nun überzeugen, dass die 20.000 verschwundenen Regenwürmer in Ihrem Garten nicht sind. Sehen Sie. Also ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie Ihre Blattläuse bekämpfen können. Sie brauchen dazu keine chemischen Mittel. Sie können auch andere Tierchen dagegen einsetzen. Zum Beispiel Marienkäfer. Die fressen die Blattläuse auf. Oh ja, ja, ja. Oder Sie können natürlich auch Regenwürmer zu Hilfe nehmen. Regenwürmer? Genau. Also ich zeige Ihnen, wie Sie Ihre Blattläuse bekämpfen können. Ja. Und Sie können mir dann behilflich sein, die verschwundenen Regenwürmer wieder aufzufinden. Morgen, Wurmvater Hans. Schönen guten Morgen. 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 Na? Sie. Ich zeige Ihnen was. Ja. Gucken Sie mal. Heute Morgen komme ich in den Garten. Ja. Kiste ist wieder da. Ach. Und offensichtlich mit noch mehr Würmern als vorher. Donnerwetter. Das ist ja seltsam. Ja. Ich möchte zu gerne wissen, was hinter diesem Rätsel steckt. Aber ich werde schon herausbekommen, wer sich die Würmer ausgeliehen hat. Ach, das ist übrigens Herr Lustig. Er interessiert sich für Ihre Arbeit. Mich entschuldigen Sie jetzt bitte. Ja, wissen Sie, ich suche eigentlich ein Mittel gegen Blattläuse. Und hier sehe ich ja nur so Würmer in Kästen. Die sind schon richtig hier. Ah. Hier werden die Regenwürmer vermehrt und gezüchtet. Aha. Und in diesen Kästen, wie in den großen, werden sie gefüttert wie anderswo Kühe und Schweine. Ach was, das ist ein Ding. Kann man sich das mal näher angucken? Kommen Sie mal mit. Deshalb also hat der komische Detektiv ihn vorhin Wurmvater genannt. Der züchtet Würmer. Und wie macht er das? Er baut ihnen ein Nest, scheint's. Würmer brauchen Erde, klar. Schön verteilen. Mhm. Und jetzt die Würmer. Die Eltern sozusagen. Denn diese hier, die sollen sich ja vermehren in der Kiste. Platz genug haben sie ja. Jetzt brauchen sie nur noch was zu fressen. Ich glaube, da kommt es schon. Was? Feuchter Matsch aus Zeitungspapier? Das ist alles? Ah, nein. Küchenabfälle. Am besten ist wohl Gemüse oder sowas. Naja, man muss es ja sowieso loswerden. Und so fressen es die Würmer. Mhm. Sehr praktisch. Sie fressen es tatsächlich. Und nach ein paar Wochen sehen die Wurmkisten so aus. Naja, auch nicht gerade appetitlich, aber innen drin hat sich viel getan. Die Würmer haben sich vermehrt. Und nicht nur die Würmer, auch die vielen Kleinlebewesen in der Erde. Ich glaube, diese Erde ist ein besonders guter Humusboden. Könnte der Wurmvater doch verkaufen. Ich züchte die Würmer hauptsächlich für die Leute, die ihren Garten nicht mehr chemisch düngen wollen. Nicht mehr düngen? Wieso? Sehen Sie, die Natur weiß, wie man fruchtbare Erde macht.
Aber sie hat den Regenwürmern dieses Geheimnis anvertraut. Was? So ein Regenwurm soll ein Geheimnis kennen? Na, alles, was der kann, das ist doch, sich in die Erde bohren, ja. Und Gänge graben. Nee, nee, hier? Hier ist kein Wurm. Die sind weiter unten. Hey, Moment mal. Da zieht ja einer von unten. Das da auch. Sehr mysteriös. Wer war denn das? Der da? Der Regenwurm? Ja, also, das möchte ich sehen, wie der ein Blatt runterzieht. Der hat doch keine Krallen oder Zähne. Der kann doch nie so ein Blatt... Hey. Der kann doch. Donnerwetter. So also räumt der Regenwurm das alte Laub weg. Sehr nützlich. Aber was macht er denn da unten mit den Blättern? Er zieht sie rein. Aha, und in seinen Gängen vergammeln sie dann. Und davon lebt er. Was kennt denn der Wurm aber nun für ein Geheimnis? Sicher, er sorgt für einen sauberen Rasen und die Gartenerde wird durch die Gänge aufgelockert. Luft kommt ran. Trotzdem, Meister Hans, eins begreife ich noch nicht. Wie können denn nun Ihre Würmer meine Blattläuse vertreiben? Ja, die Würmer nicht. Das, was die Würmer verdauen, der Mist. Der Mist? Der ist allerbeste Nahrung für die Pflanzen. Aha. Kräftigt die Pflanzen, strafft die Haut. Aha. Macht sie dicht. Ja, da sieht man's ja. Der Löwenzahn hier, der wächst doch in der Wurmerde, nicht? Ich habe ja noch nie einen mit so großen Blättern gesehen. Nun können Sie sich vorstellen, dass sich die Blattläuse an so einer Pflanze glatt die Zähne ausbeißen. Ja, das kann ich. Wenn die auf den grünen, auf den süßen Saft kommen wollen, müssen sie sich glatt eine andere Pflanze suchen. Oder verhungern. Und wenn Sie das richtig zu Ende denken, wir alle könnten auf eine ganze Menge Pflanzenschutzmittel und zum Teil auch Düngemittel glatt verzichten. Ja. Denn erstens kosten die einen Haufen Geld. Wem sagen Sie das? Ja. Zum Zweiten können durchaus Nützlinge mit um die Ecke gebracht werden. Ja. Und auf die Dauer versauert sogar mancher Boden. Ja. Sehen Sie? Dann ist also so ein Wurm ja eigentlich ein kleines Wundertier, nicht? Ja. Ach übrigens, kennen Sie Theo? Theo? Hm? Nee, kenne ich nicht. Ich kenne einen Regenwurm, der kriecht in meinem Garten rum. Dort lebt er ohne Publikum und fühlt sich glücklich, diddeldumm, an einem schönen Frühlingstag. Der Theo frisst das, was er mag. Da trifft er plötzlich, was für ein Ding, la 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 la, einen augenlosen Engerling. Ich heiße Theo. Und bin der schönste Wurm im Mist. Auch wenn das Leben oft dunkel ist. Man frisst viel Erde und vergisst. Der Theo spricht zum Engerling. Du süßer kleiner Sonderling. Ich mag dich so in deiner Art. Du bist so kuschelig und so zart. Und glücklich ist der Theo dann. Fängt schnell ein kleines Tänzchen an. Tanzt fröhlich mit sich selbst im Kreis, la 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 la, und singt vor Freude laut und leis. Ich heiße Theo und bin der schönste Wurm im Mist. Auch wenn das Leben oft dunkel ist, man frisst viel Erde und vergisst. Doch eines Tages platzt ein Fass. Der Engerling sprach: Ich verlass.
habe dich heute und muss leider gehen. La 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 la. Es war sehr schön, auf Wiedersehen. Er zieht einen braunen Mantel an, nimmt Stock und Hut und kriecht voran. Und Theo denkt, wach auf, du Schläfer. Dort krabbelt ja mein Käfer. Der Käfer dreht sich nochmal um und winkt dem Theo zu, ganz stumm. Dann schwingt er sich zum Himmel rauf, la 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 la, und singt ein Lied und hört nicht auf. Guten Tag. Ich möchte Ihnen das Zeug hier zurückbringen. Die Pflanzen und die Tiere in meinem Garten, die sollen noch leben. Bedauere, mein Herr, aber angebrochene Packungen nehmen wir nicht zurück. Ja, was soll ich denn jetzt damit machen? Das ist doch Gift. Ich meine, das kann ich doch nicht einfach in die Natur schütten. Werfen Sie doch einfach in die Mülltonne, Herr Lustig. Nein. Geben Sie schon her. Ich lasse das ordnungsgemäß vernichten. Warum soll er denn den Eimer nicht öffnen? Ist da vielleicht was drin? Ah, schau an. Wo kommen die denn her? Aus meiner Regenwurmzucht. Merkwürdig. Seit wann züchten Sie denn Regenwürmer? Naja, noch nicht lange, aber alle Leute sagen, Regenwürmer seien gut für den Boden. Sie machen guten Humus. Und wollte ich es in meinem Garten auch mal ausprobieren. Ja, und mir verkauft er das Gift. Kombiniere. Sie haben bei Wurmvater Hans eine Kiste mit Regenwürmern entwendet und die Tiere dann in Ihrem Garten ausgesetzt. Dort haben die Würmer Humus produziert und sich vermehrt. Dann haben Sie die Kiste mit den 20.000 Regenwürmern wieder zurück zu Wurmvater Hans gebracht. Und jetzt verkaufen Sie Regenwürmer, die eigentlich Wurmvater Hans gehören. Denn die Tiere haben sich weiter vermehrt. Und wie die sich vermehren? Sehen Sie selbst! Alles voller Regenwürmer! Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Das ist die Strafe dafür. Ist doch praktisch, so eine Wurmkiste, nicht? Man wird seinen Abfall los und man bekommt feinste Wurmerde. Ja. Und die Wurmerde, die kriegt Luzi. Ja, schon seit einiger Zeit gebe ich ihr die Wurmerde als Dünger. So wie mir das der Wurmvater Hans empfohlen hat. Na, und nun guckt sie euch mal an, wie die sich freut. Ja, ihre Haut ist hart und knackig und die Blattläuse haben keine Chance. Ja. Herr Lustig, da haben wir den Salat. Was? Voller Blattläuse. Und die Blumen auch. Das sind Ihre Blattläuse. Ich hab's ja gesagt. Nein, die können gar nicht von mir sein. Ich habe schon seit langer Zeit überhaupt keine einzige Blattlaus mehr. Sehen Sie selber. Tatsächlich. Keine Blattlaus. Nee. Da müssen Sie aber ein sehr gutes Pflanzenschutzmittel benutzt haben. Habe ich auch. Da. Meine Regenwürmer. Ihre was? Ja, meine Regenwürmer und die Wurmerde. Da drin. Wurmerde? Ja. Oh Mann. Ihnen ist aber auch nicht mehr zu helfen. Na, aber das. Also, ob der mich nicht ernst nimmt? Also, ich meine, früher war der ja ganz vernünftig, aber jetzt immer diese Spielerei. Der glaubt mir nicht. Ja, und ihr? Ihr könntet euch doch auch so eine Wurmkiste bauen. Die stellt ihr auf den Balkon oder auf die Terrasse. Das ist wirklich interessant, den Würmern beim Fressen zuzugucken. Und hinterher hat man feine Wurmerde für die Pflanzen auf dem Balkon. Aber es dauert natürlich eine Weile, bis die Würmer sich durch so einen Abfallberg durchgefressen haben. Ihr wollt doch nicht so lange Fernsehen, nicht? Also schaltet schon mal ab. Ja, gut, bis nächstes Mal. Tschüss.